Einen wunderschönen guten Morgen aus Pirna. Nach gestern 43 Grad seht ihr den Himmel heute arg bewölkt und die Wagen um uns herum und die Straße ziemlich nass. Es hat geregnet, es hat gerade aufgehört, es soll nicht mehr regnen. Also ich denke, wir haben gute Voraussetzungen. Im Gegensatz zu gestern, in der Hitze wird es heute angenehm, deutlich angenehmer. Wo geht's hin? Wir fahren in den Süden. Und zwar unter anderem zur Festung Königstein und in die Tschechische Republik rein. Und dann eine 100 Kilometer Runde mit 1800 Höhenmetern geplant. Auf geht's! Schaut mal nach oben, da kämpft sich was durch. Aber ich denke, es wird heute so ungefähr bleiben. So eine Mischung aus wolkig und sonnig. Jetzt in Obervogelgesang und trennen uns vom Elbe-Radweg und geht irgendwo da die Berge hoch. Der erste Anstieg von 7 insgesamt wartet auf uns. Das wird die Burg da sein, ne? Königstein. Ja. Das sieht ja richtig rittenhaft aus, aber richtig nett aus, aber. Auf dem Foto wirst du es jetzt nicht sehen. Kommen wir ganz nach oben? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Zum Kurort Gorisch hinauf. Just
Wir sind aus Königstein raus und die nächsten beiden Orte, da gab es gerade ein Schild, waren durchgestrichen. Das nächste Schild war, dass wir jetzt in eine Sackgasse reinfahren, zumindest wenn wir Autofahrer werden. Also mal gucken, wie es uns mit den Fahrrädern geht. Da stand gerade Baustellenfahrzeuge frei. Wir haben gerade auch einen gesehen. Da ist mein Auto ausgestiegen, der kommt gleich da vorne, der sich das mal zu Fuß anschauen will, ob er hier nicht doch durch kann, weil der Umweg scheint doch ein bisschen größer zu sein. Nicht nur für uns, auch für die Autofahrer. Also wir sind jetzt hier am, keine Ahnung, mittendrin, am Anfang der Baustelle. Ich weiß es nicht. Jedenfalls werden hier auch welche durchgelassen, die hier Anwohner sind. Und wir haben noch kein Baustellenfahrzeug gesehen, also scheinbar kommen wir durch. Der hier gerade lang gejoggt ist, meint, es wäre ein Umweg von 20 Kilometern mit dem Auto. Da hätte ich jetzt auch gar keinen Schnief drauf. Ich glaube, das nennt sich hier Bielertal. Das wirkt wie ausgestorben. Wir sind durch die Ortschaft durch. Kein Lebenszeichen gesehen. Ich meine, es ist Sonntag, Mittag. Klar, dass die hier nicht arbeiten, Sonntagmittag. Aber wirklich eine ewig lange Baustelle. Wir sind immer noch in der Ortschaft. Hier ist sowas wie ein, keine Ahnung, Supermarkt. Wir machen hier am Grenzübergang mal einen kleinen Zwischenstopp. Wir haben jetzt 41 Kilometer hinter uns und 844 Höhenmeter. Also Höhenmeter knapp die Hälfte. Ja, kilometertechnisch auch noch ein bisschen mehr zu fahren, 55 noch. Sollen wir es hier auf der deutschen Seite machen, den Stopp, oder auf der tschechischen? Wie Stopp? Wie Stopp? Stopp! Trinken, Mangiare, futtern. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Was heißt während der Fahrt? Wir stoppen jetzt hier. Kommt ein Auto? Und in Farbe. Wenn ich das erste Mal die Tschechische Republik betrete mit dem Fahrrad. Ist jetzt das 13. Land, seit Januar 2021, nämlich mit dem Rad unterwegs bin. Das ist schon echt faszinierend, was sich so getan hat in der kurzen Zeit. Und damit die Unglückszahl 13 nicht zu lange steht, geht es dieses Jahr auch noch. Und zwar, ich glaube, das war Ende August, also im August mit Christian ins United Kingdom. Die erste Ortschaft haben wir erreicht. Folge dem Weg 800 Meter. Wir klimmen hier gerade wieder so ein Quäldich-Hügel, den Aki bei quäldich.de entdeckt hat. Boah. Mal schauen, wo uns der hinführt. Wow, das sieht schon echt beeindruckend aus. Die kalte Sandsteinformation. Krass.
ob die aufeinander gestapelt worden sind. Und wir fahren direkt in den Himmel. Wahnsinn. Jetzt wird es gerade, wenn ihr links seht, was wir uns hier oben antun. Ordentlich. So. Höchste Motorunterstützungsstufe. Und leichter Zergang. Und trotzdem geht es nur ganz langsam voran. Das ging rasant runter. Ja. Kilometer 64 und ich hoffe, es ist der letzte Berg, weil inzwischen muss ich sagen, geht es ordentlich in die Oberschenkel. Der Anstieg hier hat es nochmal so richtig in sich und ich merke auch, Motor hin oder her, Unterstützung, also ich bin platt. Scheint es gerade geschafft zu haben, aber Oberschenkel, Unterschenkel, die glühen beide. Alle vier. Naklerow. Zumindest
scheint es ja gleich gerade wieder, zumindest ein kurzes Stück erstmal runter zu gehen. Oh, der war heftig, der Anstieg. Zog sich ewig lange. Pünktlich zurück am Hotel ist die Sonne rausgekommen. Wie soll es auch anders sein? Naja, egal. War eine tolle Radtour bis in die Tschechische Republik. Ich bin mit meinen beiden Akkus hingekommen. Hab den dritten Mal wieder spazieren gefahren, wie immer. Aber sei es drum, man weiß ja nie, was kommt. Waren ordentlich Höhenmeter. Ich weiß nicht, ob wir auf die 1800 gekommen sind. Ich weiß nur, wir sind wirklich knapp 100 Kilometer gefahren. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Es ist die letzte Tour gewesen von dreien an dem verlängerten Wochenende hier in Dresden. Da bin ich gestartet und habe Aki dann hier in der Sächsischen Schweiz getroffen, in Pirna. Wenn ihr die beiden anderen Filme noch nicht gesehen habt, lohnt sich. Waren auch klasse. Und wir sehen uns demnächst wieder. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis bald, euer Carsten.